Sagt ihr bei eurer Erkundung Hinweise gefunden, wie man das Portal verschließen ist? Der einzige Hinweis, den ich dazu finden konnte, steht in diesem Tagebuch. Warum muss ich mich darum kümmern? Ich möchte bloß so schnell wie möglich hier verschwinden. Hier im Tagebuch steht was. Ein Tagebuch? Etwa von diesem Scheusal Vierkrack? Lass mich mal sehen. Sir Malham, hier, bitte, schaut ebenfalls hinein. Nein, ich habe keine Zeit, das zu studieren. Mein Freund, ich muss kämpfen. Wir werden für euch kämpfen, Sir Malham, und euch einen Moment Ruhe verschaffen. Ich danke euch. Hier werdet ihr erwähnt, Sir Malham, schaut. Als gute Kraft aus diesem Portalstein, das Gleichgewicht. Entrüstet, Kraft für diesen Kampf. Von diesem Scheusal auf mich abgestimmt? Torm, verleih mir eure unendliche Güte und Weisheit, deren es bedarf, um diese Bedeutung dieser Worte zu verstehen. Doch euer Kampf wird das Gleichgewicht aufrechterhalten. Gleichgewicht? Wovon? Sir Malham, das Rätsel scheint auf euch zugeschnitten zu sein. Vierkrack fürchtete eure Aufopferungsbereitschaft. Und ihr seid das Gute von einem Portal, durch das nur Böses treten darf. Sag Bescheid, wenn du die Lösung wisst. Das ganze Gerede ist ja nicht zum Aushalten. Nehmen wir Antwort 1. Ihr habt recht, mein Fürst. Nun, da meine Ordenskameraden den Kampf für mich fortführen, habe ich genug Zeit, diese Textpassage zu überdenken. Dieses Rätsel scheint in der Tat auf euch zugeschnitten, Sir Malham. Welch böses Spiel treibt dieses Scheusal mit euch, wenn wir euch nur besser helfen könnten? Gelähmt euch nicht. Lasst mich nur einen Moment diesen Text studieren. Unvorstellbar, wie wir alle diese als Marionetten missbraucht werden. Etwas dieser Art ist in der Tat lange nicht geschehen. Hoffentlich sind wir bald in der Lage, dem Ort Bericht zu erstatten. Dafür müssen wir hier erstmal weg. Gut, ich weiß nun, was ich zu tun habe. Lita Elian, es war mir eine Ehre, euch getroffen zu haben. Führt eure Kameraden sicher hier raus. Ich hoffe, es wird euch nach meinem Weggang problemlos möglich sein. Weggang. Was meint ihr, Sir Malham? Was habt ihr vor? Sir Malham? Stört mich nicht bei der Ausübung meiner Pflichten. Ich werde nun durch das Portal schreiten. Ich bin das Gute, das das Gleichgewicht stört, indem ich durch dieses... Ich werde nun durch dieses Portal schreiten. Ich bin das Gute, das das Gleichgewicht stört, indem ich durch dieses Portal gehe. Dadurch, dass nur das Böse treten darf, möge Vierkrack in den neuen Höllen schmoren. Ihr wollt euch opfern? Seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist? Eure Selbstlosigkeit ist unermesslich. Habt vielen Dank. Na, endlich. Ich dachte schon, wir kommen nie vorwärts. Das ist sehr nett, dass du dich für uns abfasst. Ich lebe, um zu dienen. Lebt wohl. Torm, erhöre mein Flehen. Bam. Das Bild wackelt ganz komisch dumm rum. Wo sind wir nun? Dies sieht aus wie die Windsperrhügel. Dies fühlt sich wirklich an. Die alles durchdringende böse Essenz ist verschwunden. Es fühlt sich in der Tat richtig an. Sollten wir es geschafft haben, aus Vierkracks Gewalt zu entkommen? Sir Malhams Opfer scheint nicht nur das Portal, sondern auch die gesamte Enklave zerstört zu haben. Der tapfere Sir Malham. Wir werden sofort zum Orden aufbrechen, um Bericht zu erstatten. Schildkröte, ihr habt uns befreit. Wir schulden euch Dank. Solltet ihr das nächste Mal in Askatla sein, schaut im Hauptquartier des Ordens vorbei. Der Prälat wird mit euch sprechen wollen. Ritter Elan, unsere Aufgabe hier ist beendet. Ich bitte darum, freigestellt zu werden, sodass ich Schildkröte bei seinem Vorhaben unterstützen kann, sofern er dies wünscht. Das wäre möglich. Ja, ihr seid hiermit freigestellt, Sir Adiantis. Schildkröte, Sir Adiantis darf euch begleiten, sofern eure Taten gut und rechtschaffen sind. Da ihr das Ziel von Vierkrags Verschwörung wart, überlassen wir die Rache euch, obwohl wir diesen Vierkrag so schnell wie möglich bestrafen für seine üblen Tat sehen möchten. Bestraft sehen möchten, so.
Wir waren ausgesandt, um die Untiere von Monsterhorden in den Windsperrigeln zu untersuchen, von denen uns berichtet wurde. Wer hätte gedacht, dass eine noch viel größere böse Macht in dieser Gegend umgeht? Wie gesagt, Fierkraut ist ein mächtiger roter Drache. Kein Wunder, dass er euch täuschen konnte. Wollt ihr euch mir anschließen? Fierkraut ist... Was ist das letzte? Nun schön, dass ihr noch am Leben seid. Und auf Wiedersehen. Ist ein roter Drache. Er ist wahrscheinlich ein starker Gegner. Doch sollte dieses Scheusal nicht länger unter den Lebenden wandeln. Wir sollten es bald für seine Missetat zur Rechenschaft ziehen. Lasst uns gemeinsam vorgehen, Schildkröte. Ich biete euch meine Dienste im Kampf gegen Fierkraut an. Wenn ihr das wünscht. Dieser Bösewicht muss gestellt und vernichtet werden. Als Ritter der Rechtschaffenheit biete ich euch an, unsere Kraft und unsere Können zu vereinen. Fierkraut genießt allerdings momentan nicht meine höchste Priorität, Adiantis. Ja, Adiantis, schließt euch mir an. Ich muss jedoch erst die Humoren aus der Gefangenschaft der verhüllten Magier befreien. Es könnte sehr gefährlich werden. Ja, Adiantis, schließt euch mir an. Ihr solltet doch wissen, dass ich einen mächtigen Zauberer namens Irenicus verfolge. Beträchtliche Gefahren werden auf uns zukommen. So sehr ich euer Angebot auch schätze, ich habe momentan keine Verwendung für euch. Ja. Ich werde in Afkatla am Orden des strahlenden Herzens auf euch warten. Sucht mich dort, wenn ihr meine Unterstützung braucht. Gut. Ich hoffe, wenn wir, wie gesagt, hier sind. Da drüben wohnt Fierkraut. Besuchen wir ihn doch mal. Was ist das denn? Ein Hase. Stierhase. Ja. Yeah. Schmeckt. Ich habe meinen Hasen getötet und 5 Erfahrungspunkte bekommen. Ach, gibt es noch einen Tagebucheintrag oder sowas? Wir haben einen Priester des Tempels des Ogma gefunden, der das Buch... Ach so. Unter... mein Hals. Unter erledigten Aufgaben. Was seid ihr denn? Kämpfer? Noch mehr Kämpfer? Und Gnolle? Dann helfen wir euch mal. Ich hätte nicht gedacht, dass wir Zuschauer verdient haben. Diese Kreaturen zu erlegen war nicht besonders schwierig. Vielleicht so. Aber sind wir nicht grandios im Kampf? Auch mit diesen zarten und haarlosen Häuten. Haarlos schon, aber zart. Vielleicht solltet ihr für euch selbst sprechen. Gemacht. Kämpft nicht gegen euresgleichen. Wir haben genug, gegen das wir kämpfen können, ohne dass wir uns übereinander hermachen. In der Tat, ich stimme nur zu gern zu. Würdet ihr, alles was er sagt, sollte für euch vollkommen akzeptabel sein. Wir alle wissen, wozu ihr steht. Oh, nur weil ihr verbittert seid, dass ihr zu schwach zum Führen seid, fragt ihr jeden, der gehorsam folgt. Ich sagte, hör auf zu streiten. Habe ich mich nicht klar ausgedrückt? Genau, schlechter Auftritt für eine Gruppe. Sind wir betrübt über unser Aussehen, obwohl es nicht beständiger ist als der Wechsel zwischen Tag und Nacht? Und schon wieder die philosophischen Fragen. Könnt ihr euch nicht einfach mit der Jagd zufrieden geben? Müsst ihr uns alle analysieren? Entschuldigt. Braucht ihr Hilfe? Ich habe mir wegen der Gnolle Sorgen gemacht. Lasst das verdammte Gequatsche, man kommt ja gar nicht zu Wort hier. Ihr seid anscheinend alle beschäftigt. Jagt nur weiter, jede Menge Gnolle da draußen. Braucht ihr Hilfe? Ihr solltet wegen der Gnolle betrübt sein. Verzweifelte dumme Hunde. Kein Sinn für den Selbstwert, außer im Kampf. Und wie wollt ihr das wissen? Ihr habt nie einen für was anderes benutzt, außer kämpfen. Man kann es an ihrer Haltung erkennen. An der Art, wie sie den Schwanz halten. Oh nein, an ihren Schwänzen gibt es nur zu sehen, wo sie gestern drin gesessen haben. Drecksdinger. Ihr seid mir ein Gesprächspartner. Habt ihr in letzter Zeit mal des Morgens gerochen? Genau, ich werde ihn töten. Nein, wenn ihr Blut sehen wollt, dann nehmt es von diesen Welpen hier. Sie sind immerhin diejenigen, die wir jagen. Die Jagd hatte ich ganz vergessen. Das geht uns alle an. Hübsche Kleidung für die Maskerade. Ja, sie sind ideal. Sie richten sich nach unserer Größe und wir müssen jede Nacht viele Garnituren Kleidung anziehen.
Wenn ihr wechseln würdet, ehe ihr wechselt, dann hättet ihr kein Problem. Seid ihr noch ganz dicht? Ich gehe jetzt. Wovon verdammt nochmal sprecht ihr? Es ist mir auch egal, wir gehen jetzt. Nein, ich fürchte, ihr werdet nirgendwo hingehen. Ich bin dafür, dass wir aufhören, mit dem S zu spielen.